Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich werde keinen philosophischen Vortrag halten. Ich werde über Bildung reden. Ich werde ein bisschen über Schule reden. Schule ist ein ganz und gar unphilosophisches Thema. Das wissen Sie alle. Sie alle haben eine Schule besucht. Und ich gehe davon aus, dass Sie sich alle in der Materie, über die ich jetzt rede, sowieso unglaublich gut auskennen. Also sehr viel besser als in der einen oder anderen Materie, die Sie vorher gehört haben. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Sie nachher ganz viel Kritisches dazu sagen werden. Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles, was man gelernt hat, wieder vergessen hat. Dieser Satz ist nicht von mir, er ist von Georg Kerschensteiner, einem berühmten Reformpädagogen, ein Satz aus den 20er Jahren. Ich muss daran denken, weil, nachdem Frau Glück so viel Persönliches erzählt hat, ich auch was Persönliches erzählen möchte. Vor 3 Wochen bekam ich Post aus der Schule meines Sohnes, 7. Schuljahr, ganz normales Kölner Gymnasium, 13 Jahre alt. Er hatte jetzt 12 Klassenbucheinträge versammelt und das bedeutete, dass ich in die Schule kommen musste und in Anwesenheit des Rektors, der zur Verstärkung noch die Konrektorin dabei hatte, ja, weil die sozusagen sich schon denken können, für welche heiklen Missionen sie da stehen, sollte ich also in die Schule kommen, um mir anzuhören, was mein Sohn verbrochen hat. Und meine erste Reaktion auf die 12 Klassenbucheinträge war, wow. Aha. Mein Sohn ist eigentlich im Hinblick auf Rebellentum ein Schluck Wasser in der Kurve. Er ist genau wie alle seiner Generation, bis auf wenige Ausnahmen, ein farblos angepasster Schüler. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das schafft, unter solchen Bedingungen so viele Klassenbucheinträge zu bekommen. Ich habe dann mich daran erinnert, dass ich bislang ein einziges Mal in der Schule war wegen meines Sohnes. Das war vor gut einem Jahr. Und der Anlass war damals, dass der Musiklehrer sich beschwert hatte. Nämlich, mein Sohn hatte einen Musikordner, der nicht der Norm entsprach. Ja, also erst habe ich mich natürlich gewundert, Musikordner, was ist das? Ja, warum gibt es im 6. Schuljahr Musikordner, wo die ganzen Arbeitsblätter alle der Reihe nach eingeordnet werden mussten? Und da fehlten Arbeitsblätter, ja, da war was nicht eingeordnet, das ganze Ding sah ziemlich wüst aus. Kurz gesagt, er hatte keinen Musikordner, sondern einen Musikunordner. Ich fand natürlich die Kunst, einen Unordner zu beherrschen, ja, die sehr viel größere kognitive Leistung, ja, als einen ordentlich abgehefteten Ordner und versuchte das auch dem Musiklehrer zu erklären, der sich also dachte, ne, was liest der mir hier für ein Buch vor? Ja, er soll einfach nur seinem Sohn sagen, dass er die Arbeitsblätter da ordentlich einheften soll. Und das alles führt zum Thema Bildung und Wissen, zu meiner Grundthese, dass es in der Geschichte der Schule, seit es Schulen gibt, um Bildung noch nie gegangen ist. Dass es natürlich Leute gegeben hat, also Schulreformer oder gar Wilhelm von Humboldt, denen es um Bildung gegangen ist. Aber diese Leute haben in der Geschichte der Schulentwicklung keine Rolle gespielt. Also auch Humboldt hat natürlich einiges Wesentliche gemacht, den Elementarschulunterricht eingerichtet und so weiter. Ich meine, es war ein Fukushima vorausgegangen, ja, also Anfang des 19. Jahrhunderts hatte die preußische Armee verloren gegen Napoleon und so weiter und man wusste, man muss den Staat neu machen. Und in dem Zusammenhang wurde Humboldt dann für eine relativ kurze Zeit von etwas länger als einem Jahr preußischer Kulturminister. Daher kommt der gigantische Ruf, das ist ein Jahr gewesen. Und in diesem Jahr war er dem Finanzminister unterstellt und man sorgte dafür, dass von den Ideen nur ein Bruchteil umgesetzt wurde. Kurz gesagt, der ganze Idealismus, die Poesie des Herzens, ja, ging in der Prosa der Verhältnisse des preußischen Staates unter. Und so ist das immer gewesen. Also Maria Montessori oder der gerade genannte Kerschensteiner und so weiter hatten ein Bildungsideal, auf die es den Schulen nicht ankam. Jedenfalls nicht den staatlichen Schulen. Und dafür gibt es einen guten Grund. Dieses Bildungsideal der Persönlichkeitsentfaltung ist etwas, was die Staaten in allen Zeiten nicht gebrauchen konnten. Das war nicht der Grund, warum es Schulen gab. Das waren Antworten auf nicht gestellte Fragen. Die Grundfrage war für den jeweiligen Staat, der eine Schule machte, was für Staatsbürger gehen daraus hervor, die ich in diesem Staat in bestimmten Funktionen gebrauchen kann. Und dafür ist auch Humboldt eingestellt worden, dass man gesagt hat, okay, die bürgerliche Gesellschaft beginnt. Ja, in Frankreich hat sie dazu geführt, dass die Wehrpflicht eingeführt wurde. Sie hat in Frankreich dazu geführt, dass es eine überlegende Zivilgesellschaft gab. Eine überlegende Bürokratie, einen überlegenen Staatsapparat und. Und das wollte man in Preußen auch haben. Es ging aber nicht um Persönlichkeitsentwicklung. Also Humboldt machte sich Gedanken darüber, jedes Kind sollte rechnen und schreiben lernen und fatale Fehler der Humboldtschen Reformen, Latein und Griechisch lernen. Ja? Eine völlig idiotische Idee, die nur jemand haben kann, der vorher als Konsul in Italien geweilt hatte.
Natürlich war das völliger Quatsch. Dahinter stand die irrige Annahme, die heute hundertfach widerlegt ist, dass wer Latein und Griechisch könne, schneller eine Sprache lernt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die einzige Sprache, die ich gut kann, ist Latein. Ja, und ich habe nie eine andere Sprache nach dieser Methode lernen können. Das ist der Grund, warum ich in Fremdsprachen bis heute extrem schlecht bin. Mein Einfühlungsvermögen in Sprachen ist völlig unterentwickelt, weil ich als erstes bei einer neuen Sprache frage, wo ist die Grammatik? Und dann am Ende die Grammatik kann, aber die Sprache nicht. Ja, aber daraus kann man Humboldt in der damaligen Zeit keinen Vorwurf machen. Worauf ich hinaus will, ist, dass es um Bildung nicht ging. Und jetzt kommen wir zu den spannenden Sachen. Wir haben in dem Vortrag gerade gehört, wir leben in völlig revolutionären Zeiten. Es war zwar nur der Begriff digitale Transformation, aber das ist gelogen. Das ist eine Revolution vergleichbar mit der ersten industriellen Revolution. Also Einführung der Dampfmaschine, Beginn der industriellen Produktion. Was wir jetzt erleben, wenn ich Zahlen höre, wie Herr Pech genannt hat, mögen sie stimmen oder nicht, vielleicht stimmen sie, 11 bis 19 Millionen Arbeitslose in Deutschland in den nächsten, ich weiß es nicht, 10 oder 15 Jahren. Überlegen Sie sich mal, was das bedeutet. Das ist die größte Arbeitslosigkeit, die wir überhaupt je gehabt haben. Das ist eine völlige Veränderung. Und dann wird gesagt, ja, es entstehen ja auch neue Jobs. Zum Beispiel im Bereich des quartären Sektors. Da werden dann gerne Beispiele, ich höre mal viele Vorträge zu diesem Thema, da wird erzählt, ja, zum Beispiel Hochofen in Dortmund abbauen, ja, und in China aufbauen, sowas. Oder einen Flughafen pünktlich fertigstellen. Wir haben ja gerade gemerkt, unpünktlich fertigstellen ist besser für die ökologische Bilanz, aber eigentlich ist ja die Hauptpointe dahinter, sowas zu machen. Also Projektmanagement und dergleichen. In diesem Bereich entstehen neue Jobs, aber vermutlich keine 11 bis 19 Millionen. Und sie setzen Leute voraus, die unser System nicht hervorbringt, weil es darauf nicht ausgerichtet ist. Unser System ist auf Mittelmaß und auf Normierung ausgerichtet und das sollte so sein. Das ist kein Unfall im System. Das stammt aus einer Zeit, aus der preußischen Zeit, spätestens aus der wilhelminischen Zeit. Da wurden die Schulen gebaut, wie man eine Kaserne baut. Ein langer Flur, rechts und links, ja, gingen die Räume ab. Dann wurde jahrgangsmäßig rekrutiert, wie beim Militär. Ja, und das ist eine Mischung aus Verwaltung und Militär. Das ist die Grundgrammatik, aus der unsere Schulen bestehen. Und Normierung des Mittelmaßes. Nicht so weit aus der Art schlagen. Dafür gibt es ein Notensystem, da gibt es einen Klassendurchschnitt, da gibt es Stoff. Mein Freund Reinhard Kahl sagt immer, den Stoff sollten wir den Dealern überlassen. Ja, es ist ja völlig richtig, sobald irgendwie die faszinierende Welt des Wissens zu Stoff wird, ja, wird aus frischem Brot Zwieback. Ja, für meinen Sohn ist das klassische Bild Arbeitsblätter. Ja, wenn ich irgendwas, was ihn interessiert, alten Griechen und Römer, ja, auf Arbeitsblättern habe und ich irgendwas beantworten oder ankreuzen muss oder so, ist es tot. Dann ist alles Leben daraus. Ja, dann erkläre ich quasi das Milchpulver zur Milch. Ja? Und genau das ist das, was in Schulen, Sie haben das ja gerade wunderbar vorgeführt, schon diese Haltung, welchen Stoff haben wir gemacht, wie weit sind wir gekommen und so weiter. Langweiliger geht sich und so funktionieren Schulen. Jetzt kann man sagen, das könnte man alles ändern. Und die Ideen, wie man das ändern könnte, reichen bis in die Zeit von Maria Montessori und Kerschensteiner zurück. Die guten Ideen kennen wir alle. Ich will Sie gar nicht mit diesen Ideen jetzt groß konfrontieren, weil ich sicher bin, dass Sie die alle ganz gut kennen. Also, dass man irgendwann keine Klassen mehr braucht, sondern so nach dem 6. Schuljahr, wenn das Grundwissen für alle gleich da ist, in Projekten unterrichtet. Oder was mir besonders wichtig ist, warum sollen ausgerechnet Lehrer in der Schule unterrichten? Also, Fehlerausgebildeter kann man ja gar nicht sein. Die Lehrerausbildung, ich war 5 Jahre am Lehrstuhl für Schulpädagogik, ja, bekreuzige mich auch dafür, den Mist, den wir da gemacht haben. Diese ganzen Unsummen an Fachdidaktik, die man alle lernen muss, fängt in der Schule wieder bei Null an. Ja, hat ein großes theoretisches Wissen, kann aber nichts. Ne? Also so eine Eunuchenausbildung. Eunuch weiß auch, wie es geht, kann aber nicht. Und genau das ist sozusagen die klassische Ausbildung. Es wird zu keinem Zeitpunkt nach Begabung gefiltert. Jeder blöde Depp kann sein Lehramtsstudium zu Ende bringen. Ja, er muss einfach nur fleißig auswendig lernen, Dienst nach Vorschrift machen und so weiter. Man muss Lehrer casten. Ne? Wenn jemand hier auf die Bühne geht, wir haben jetzt alles wunderbare Vorträge gehört, aber Sie alle wissen, was ein schlechter Vortrag ist. Da gibt es Leute, die kennen sich gut in ihrem Stoff aus, aber da wissen sie schon nach 10 Sekunden, der tippt nichts. Ja, dem werden sie nicht folgen und was weiß ich was. Die Schule ist voll von solchen Leuten. Die müsste man im ersten Moment, egal, ob die Kinder mögen oder nicht, übrigens unwichtigste am Lehrer ist, ob er Kinder mag. Also die meisten Lehrer, die ich geachtet oder bewundert hatte, mochten viele Schüler nicht. Ja, und es gab welche, die mochten alle Schüler, denen konnte ich trotzdem nicht zuhören. Nein, die wichtigste Voraussetzung ist, dass sich jemand ist, dem man überhaupt erst zuhören kann. Sonst gibt es ja überhaupt gar keine Möglichkeit zu vermitteln. Also Schauspielschulen für Lehrer. Ja, also neben dem Fachwissen, was sie an der Universität erwerben, von Anfang an Persönlichkeitstraining.
Das nächste ist, wieso steht ein Lehrer vor der Klasse? Kann man mal machen, machen wir ja hier auch. Aber man kann auch wunderbar zu dritt oder zu viert irgendetwas machen, je nachdem, was für ein Stoff es ist. Jetzt gibt es diese ganzen ideologisch vermiedenen Diskussionen. Gruppenarbeit oder nicht, U-Form oder Frontalunterricht. Völlig Quatsch, sich darüber ideologisch zu streiten. Es gibt Dinge wie Frontalunterricht, der funktioniert hier in dieser Runde bei interessierten Leuten und so weiter. Wunderbar. So, und dann gibt es andere Sachen, wo wir sagen, da machen wir lieber keinen Frontalunterricht, da unterhalten wir uns nachher im kleinen Gesprächskreis drüber. Das heißt also anpassen an die Funktion statt ideologischer Auseinandersetzung. Unterrichten in Projekten und bis zu 50% einer Schule nicht aus Lehrern bestehen lassen, sondern aus Leuten, die in diesen Berufen gearbeitet haben. Ich kannte überhaupt keine Berufe. Als ich die Schule verlassen hatte, kannte ich den Beruf meines Vaters, der war Industriedesigner und vertrat die These, Design ist Beschiss. Ja, ich weiß, was das ist, ich bin selbst Designer. Ja, wir bringen die Leute dazu, ein Heidengeld für Quatsch auszugeben, nur weil es schön aussieht und in 2 Jahren gefällt es ihnen doch nicht mehr. Also, das war seine Haltung. Also wollte ich kein Designer werden, ich kannte den Beruf des Lehrers, das wollte ich nun wirklich nicht werden. Und ich wusste nichts. Also in Physik zum Beispiel. In den Naturwissenschaften war in unserer Schule, klassisches Solinger Gymnasium, der Ausschuss. Warum war da der Ausschuss? Wenn Sie in Physik richtig gut sind, wenn Sie in Biologie, Medizin und so weiter ein totaler Crack sind, gehen Sie nicht in die Schule. Dann machen Sie so wunderbare Sachen wie die, die Sie machen. Ja? Stellen eine künstliche Leber her oder sowas. Aber Sie unterrichten doch nicht jedes Jahr den genau gleichen Stoff, vergeben Noten und so weiter. Das ist nicht verführerisch. Das ist natürlich, wenn Sie Germanistik studiert haben, was anderes. Können Sie nichts mit werden. Ne? Da gehen Sie in die Schule. Aber in Naturwissenschaften haben Sie im Regelfall ganz wenige Ausnahmen, die schlechten Leute in der Schule, die auch nie jemand fragt, ob die Kinder mögen oder erklären können und was weiß ich was alles. Einer der wichtigen Gründe, warum wir da Nachwuchsprobleme haben, liegt einfach daran. So, das sind jetzt nur so ganz, ganz wenige rausgegriffene Sachen. Also eigentlich weiß man, wie man gute Schule machen kann. Das ist was anderes, wenn der ehemalige Max-Planck-Institutsdirektor, der nichts mehr zu tun hat, in die Schule kommt, ja, und dann Quantenmechanik-Projekt macht mit denjenigen, die sich dafür interessieren. Sie können Mathematik komplett digitalisieren in der Schule ab dem 6. Schuljahr. Bin ich ein ganz großer Freund von. Für Mathe brauchen Sie keine Mitschüler. Sie können natürlich als Crack spezielle Projekte in Mathe noch zusätzlich machen und in Gruppen noch irgendwas erforschen und bei Jugendforsch teilnehmen. Das können Sie machen. Aber für die Grundvermittlung, Satz des Pythagoras und so weiter, stören Mitschüler. Ja, das ist doch schon im 8., 9. Schuljahr so, da gibt es ein paar in der Klasse, die sind im Prinzip besser als der Lehrer. Ja, wenn der Lehrer so gut wäre, wäre er eben nicht Lehrer geworden. Unten gibt es ein Drittel, die kapieren überhaupt nichts. Die verstehen die Fragen nicht. Die einen halten die anderen auf und was. Mathe geht nicht. Es gibt kein Fach, wo die Lehrer so oft wegen Burnout in Ruhestand gehen, wie in Mathe. Es ist auch völlig klar, es liegt in der Natur, der sagt, es ist ein Begabungsfach. Ist eine Begabung, kann man auch keine Noten geben in Begabungsfächer. Ich finde es auch schlimm, dass es in Musik und Sport und Kunst und so weiter Noten gibt. Aber wenn Sie jetzt einen Mathe-Parcours haben, wo ein leibhaftiger Nobelpreisträger Ihnen den Satz des Pythagoras erklärt, und das gibt es, diese Lernsoftware. Und dann machen Sie das, dann machen Sie Aufgaben falsch und dann kommt er wieder und sagt, ja klar, den Fehler macht man ganz oft, das ist ganz klar, pass mal auf, mach mal die Aufgabe und bedenk mal und so weiter. So, und wenn Sie es beim dritten Mal nicht kapiert haben, kommt der Mathelehrer als Nachhilfelehrer und coacht Sie. Damit könnte man das Angstfach Mathematik besiegen. Alles das rein theoretisch geht. Jetzt könnte ich noch 100 andere Geschichten erzählen von Schriftstellern, die einem beibringen, wie man erstmal ein Gedicht schreibt, bevor man das zersägt und analysiert und so Mist damit in der Schule macht und so. Könnte das ganze Repertoire auffächern, will ich aber nicht. Ich will auf den wichtigen Punkt kommen, zu den großen Paradoxien. Warum passiert das alles nicht? Also wenn die Einigkeit in dieser Frage prinzipiell wahnsinnig hoch ist, war es möglich, dass zwischen 1964 und 1970 unser Bildungssystem komplett revolutioniert wurde? Leider nicht zu Ende. Das führte dann zu diesen elenden Gesamtschulen, in denen einerseits die Idee, alle in eine Schule, die richtig ist, war, auf der anderen Seite aber die Software nicht verändert wurde, sondern dass wir das große Problem haben, dass die Schlechten das Klima für die Guten belasten, weil immer noch in Klassen unterrichtet wird, weil immer noch Stoff, weil immer noch Fächer unterrichtet werden. Aber immerhin, da ging ganz viel in ganz kurzer Zeit. All die Fachhochschulen entstanden, der zweite Bildungsweg entstand, die Berufsschulen entstanden, BAföG und was man da alles machen konnte. Und seitdem nur noch so ein Mist, ja, so ein Streit um 12 oder 13 Schuljahre. Wir scheiden immer nur über Hardware. Zusammenlegen von Schulformen oder wieder doch nicht nochmal eine Sonderform auskoppeln. Wir reden nie über das, was in den Schulen passiert. Wir flicken wie an so einem alten Sonntagsanzug hier noch eine Borte an und da kommt noch ein bisschen, da kommt noch ein Flicken drauf. Aber im Grunde genommen wird die Grundstruktur nicht gemacht. Wir sind uns doch einig. Wenn es keine Schulen gäbe, stellen wir uns mal vor, es gibt keine Schulen.
So, und unsere Aufgabe ist es, jetzt zu überlegen, was machen wir denn mit den Kindern so zwischen 6 und 18 oder so, was wollen wir denen denn angedeihen lassen, damit sie eine Chance auf ein erfülltes Leben haben später. Darum geht es ja. Dann würden wir Leute fragen, die was von Kindern verstehen. Ja, zum Beispiel von Lernen. Ja, wie groß ist die Aufnahmekapazität eines 7-jährigen Jungen? Wie lange kann der still sitzen, ohne Schaden an sich zu nehmen? Ja, würden wir sagen, 10 Minuten wahrscheinlich oder so. Ja. Ja, stattdessen sitzt der da stakettiert, ja, in den Reihen und so weiter, ja, und muss, was muss er dann in dem Moment machen? Er wird eingeschworen, unaufrichtiges Interesse zu zeigen. Das wird extrem belohnt. Ja, ich freue mich ja, dass mein Sohn 12 Klassenbucheinträge manchmal aufrichtiges Desinteresse zeigt. Ja, finde ich persönlich sympathischer. Ja. Aber das ganze Schulsystem ist auf unaufrichtiges Interesse ausgelegt. Sich durchmogeln, schnell mal noch irgendwas lernen, damit man irgendwo weiß, was in der Arbeit drankommt, fuschen und so. Auch alles Qualitäten, die man im Leben braucht. Aber die Hauptqualitäten, die in der Schule gezüchtet werden, vom Wissen bleibt wenig übrig. Also ich könnte mir ganz kurz noch den Spaß erlauben und frage sie mal den Schulstoff meines Sohnes ab. Nur mal damit wir wissen, worüber wir eigentlich reden, was ein ineffizientes System ist. 5. Schuljahr, Grammatik, deutsche Sprache. Zu welcher grammatischen Wortgruppe gehört das Wort manche? So, es darf sich jeder melden, der es weiß. Wir haben ein weit überdurchschnittlich gebildetes Publikum hier. Wahrscheinlich 95% Abitur und 90% studiert. Also manche, was ist das? Ist das ein Substantiv oder ein Adverb oder was ist das? Das haben Sie alle im 5. Schuljahr gemacht. So. Anna und Klaus gehen in die Stadt, sind zwei Nomen. Und wenn statt denen einige oder manche und so weiter steht, ist es ein Pronomen. So, jetzt werden Sie sagen, haben Sie schon mal gehört? Ja, aber schon mal gehört ist keine Bildung. Ja. Schon mal gehört ist schon mal gehört. Jetzt kann ich Sie entlasten und kann sagen, das müssen Sie auch nicht wissen. Es ist völligen Unsinn, sowas Kindern im 5. Schuljahr beizubringen. Die verwenden nämlich das Wort manche richtig und die verwenden es nicht besser dadurch, dass sie wissen, ja, deklarative Grammatik, wie das Ding heißt. Völlig unsinnig, das überhaupt beizubringen. Sie lernen nichts dadurch. Gar nichts. Sie können es doch nicht mal in Englisch und Französisch anwenden, weil sie nicht wissen, was das ist. So, jetzt würden Sie sagen, ja gut, in Deutsch, nicht so gut, ne? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Jetzt kommt was, das wissen 2 oder 3 von Ihnen. Bedeutendste Ereignis des Spätmittelalters, Geschichte, war aus deutscher Perspektive die Goldene Bulle. Jeder mal melden, der weiß, wovon die handelt. Schon mal gehört, ist klar. Das beeindruckt mich nicht. Keiner da? Kaiser Karl IV. Legt fest, dass die Kurfürsten den Kaiser wählen. Absolut bedeutendes Ereignis, ja, verhindert die Weiterführung der Erbmonarchie, die mit den Habsburgern begonnen hatte. So, gut. Sind wahrscheinlich alles so naturwissenschaftlich-technische Leute hier. Nehmen wir was aus der Chemie. Ich habe im 8. Schuljahr ein halbes Jahr lang Molmassen berechnet. Jeder von Ihnen, der mir erklären kann, was eine Molmasse ist, wollen wir gar nicht reden von denen, die Sie berechnen können. Ja? Ich will einfach sagen, was ist eine Molmasse? Wie viele von Ihnen wissen das? Melden? Was bezeichnet Molmasse ist? Genau, also die Dichte eines Elements. Genau. Ja. Wunderbar. Also, Sie alle sind gebildete Leute und Sie haben das alle vergessen. Und das zeigt, dass die Art und Weise, wie Sie das mal gelernt haben, Chemieunterricht in der 6. Stunde, nachdem Sie vorher eine Mathearbeit geschrieben haben und unsterblich im 8. Schuljahr in die Mitschülerin verliebt waren, da haben Sie nichts mitgekriegt. So geht Lernen nicht. So, jetzt nochmal 5 Minuten Ausgangspunkt. Warum passiert nichts? Weil in der Gesellschaft es in diesem komischen, verminten System nicht klar ist, wo man den Hebel ansetzen muss. Die meisten von Ihnen würden reflexartig sagen, das müssen die Kultusminister ändern. Ich kenne den Kultusminister von Baden-Württemberg. Ich kenne auch die Kultusministerin von Nordrhein-Westfalen. Die hasst mich. Ja? Warum? Die hassen mich deswegen, weil die wissen natürlich, von all diesen schönen Ideen können sie nichts umsetzen, weil dann werden sie nicht wiedergewählt. Ein Umbau, eine Transformation von Schulen. So ein Stück, ich habe in meinem Buch mal versucht, das so in 10 Schritten zu machen, was man so über 10 Jahre hinweg, wie man das sozusagen so macht, dass das umweltverträglich möglich ist. Da kriegen Sie am Anfang Probleme.
Da kommen ganz viele Lehrer, die wissen gar nicht, was das soll. Die können da nicht mit umgehen. Praktika in die Schulen, das sind doch keine Pädagogen. Der Philologenverband beschwert sich, ja, und so weiter. So geht das ja nun nicht und so können wir das nicht machen. Ungeklärte Verhältnisse, wie ist denn das? Und was ist denn, wenn ich so einen von außen, einen Handwerksmeister, der einen Automotor erklärt, da reinnehme, ja, und der packt ein Mädchen unsanft an? So, dann stellt sich aber die Frage und so weiter. Und da gibt es Elterninitiativen und jetzt genug Experimente, ja, haben wir schon alle möglichen Experimente. So. Und das müssen Sie alles durchstehen, da müssen Sie Stehvermögen haben, müssen Sie vertreten können, müssen Sie eine charismatische Persönlichkeit sein, um das durchzusetzen. Kein einziger Kultusminister, den ich kenne, ist eine charismatische Persönlichkeit. Kann ich wieder sagen, wäre er eine charismatische Persönlichkeit, wäre er nicht Kultusminister. Also, von der Seite, da sagt Ihnen spätestens der Ministerpräsident, also, bisschen was umsetzen. Ja, müssen ja nicht alles jetzt hier so machen. Wir können ja mal in Sport die Noten abschaffen oder so. Also es wird wieder eine Kleinigkeit verändern. Das heißt, auf dieser Ebene können Sie das System nicht verändern. Sie können es nur indirekt. Was ich den Kultusministern immer sage, ist, verlängert die Leine, an denen ihr die Schulen führt. Sagt der Schule, ihr dürft euch verändern. Ja, ihr dürft euch verändern, klar. Wenn ihr jetzt einen Direktor habt und wenn ihr entsprechende Lehrer habt, die sagt, hey, das sind doch gute Ideen, können wir nicht mal das machen, können wir nicht mal das machen? Wie steigen wir denn allmählich aus den Noten aus? Wie könnte man das denn sinnvollerweise machen? Weil im gegenwärtigen System einer Regelschule kann man die Noten nicht abschaffen. Es ist das einzige Druckmittel, was möglich ist. Und die ganzen Eltern sind darauf eingeschworen. Ja, einen Berichtsbogen schreiben, dann sagen die Eltern, was bedeutet das denn in Noten, so ungefähr? Das ist ein Transformationsprozess, der dauert seine Zeit. So, also wenn Sie das alles machen wollen, müssen Sie die Leine verlängern, müssen den Schulen die Chance geben, müssen denen sagen, passen Sie mal auf, es gibt ganz tolle Schulen in Deutschland, gibt es. Ja, gucken Sie sich mal an, ja, setzen Sie sich mal 3-4 Tage dahin, reden Sie mal mit den Lehrern, gucken Sie mal, was alles möglich ist in der Schule, was Sie sich gar nicht vorstellen können. Und dann professionelle Transformatoren. Die Landesregierung muss den Schulen die Chance geben, das ihre zu tun und ihnen professionelle Change Manager, die hingehen und diese Schule begleiten. 3-4 Leute mit den Lehrern, nicht denen sagen, wie man es macht, sondern denen sagt, also wenn ihr die Idee machen wollt, finde ich jetzt bei euch, vielleicht wird das schwierig wegen hier, aber zum Beispiel 8. Schuljahr, müssen die Kinder ja nicht immer im Unterricht sitzen, da kann man ein tolles Gelände urbar machen gemeinsam, baut man ein Haus drauf, wird der Satz des Pythagoras bei erklärt und so weiter. So, und das kann man alles als Optionen vorschlagen, das begleitet man, das coacht man und so weiter. Diese Leute gibt es. Das sind zum Beispiel Leute, die das ihr Leben lang schon mal versucht oder gemacht haben oder gewollt haben. Nicht nur universitäre Leute und dergleichen mehr. Leute aus der Wirtschaft, die was von Change Management verstehen, die wissen, wie man bestimmte Widerstände bricht, wie man mit einer gewissen Zähigkeit sowas kriegt, wie man Leute beeinflusst und so weiter. Die müssen zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Aufgabe. Das bedeutet aber, dass die Kultusminister ihre eigene Bedeutung enorm reduzieren müssen. Und das machen Leute nicht gerne, weil es gibt eine wichtige Regel. Upton Sinclair hat mal gesagt, es ist schwer, jemanden von etwas zu überzeugen, wenn sein Geschäftsmodell darauf besteht, dass er sich nicht überzeugen lässt. Und das haben wir gegenwärtig. Andererseits denke ich, das System ist so mürbe, dass es letztlich dann doch nicht so viel braucht. Und wenn es einmal ins Rutschen gerät, wird es rutschen. So wie in den 60er Jahren. Danke.